Irina Pradnischenko hat alle Hände voll zu tun. Die Bürgerrechtlerin trainiert kurz vor den Präsidentschaftswahlen in Russland eine Gruppe Freiwilliger, die als Wahlbeobachter eingesetzt werden wollen. Wir stehen keiner Partei, keiner politischen Bewegung nahe. Unser Projekt basiert auf absoluter Freiwilligkeit. Alle hier arbeiten umsonst. Keiner geht? Gut. Diese angehenden Beobachter wollen, dass die Präsidentschaftswahlen frei und fair verlaufen. Ich bin mir sicher, dass bei den letzten Wahlen getrickst wurde. Das soll nicht noch einmal passieren. Ich denke, dass die Ergebnisse der Wahlen, die im Fernsehen veröffentlicht wurden, nicht der Wirklichkeit entsprachen. Ich will dazu beitragen, dass die Wahl fair verläuft. Immer mehr Russen sind fest entschlossen, gegen Wahlbetrug vorzugehen. Nach den Parlamentswahlen im Dezember gab es Berichte über illegal gefüllte Wahlurnen, Bestechung und mehrfache Stimmabgabe. Das Training der Bürgerrechtsbewegung zielt darauf ab, genau diese Vergehen in den Wahllokalen zu erkennen. Rund 500 Freiwillige waren bei unserem Training im Dezember. 500 waren am Wahltag vor Ort. Jetzt hoffen wir, dass es bei den Präsidentschaftswahlen im März 5000 sein werden. Ihre Zahl hat sich also verzehnfacht. Als Reaktion auf den Zorn der russischen Bürger über mutmaßliche Wahlfälschungen will Regierungschef und Präsidentschaftskandidat Wladimir Putin am 4. März alle Wahllokale mit Webcams ausstatten. Weil die Kameras allerdings um 20 Uhr abgeschaltet werden, sind die Beobachter fest entschlossen, auch die Stimmauszählung zu kontrollieren. Bei über 95.000 Wahllokalen könnte das allerdings alles andere als einfach werden.